Im Anfang war das Wort. So fing unsere Freundschaft an. Folge mir nach, sagte Jesus zu mir, und ich konnte gar nicht anders, genau wie mein Bruder Jakobus. Wir sind zwar nur einfache Fischer, aber seine Botschaft hat uns überzeugt. Jesus ist mehr als nur ein Mensch. Das habe ich auch gemerkt, als er mich, meinen Bruder und Petrus mit auf den Berg genommen hat. Um ihn herum war plötzlich Licht und eine Stimme sprach aus dem Himmel zu uns. Dieser Moment sollte nie vergehen. Meine Beziehung zu Jesus ist wirklich sehr eng. Er erzählte mir von seinem Auftrag und dass er Gott als seinen Vater ansieht. Ich glaube, einige andere Jünger sind deshalb ein bisschen neidisch auf mich, auf Jesus Lieblingsjünger. Aber für mich ist klar, ich folge Jesus nach, egal wohin er geht. Einige sagen, er soll das Reich Gottes mit Macht errichten, auch aus unserem Zwölferkreis. Aber Jesus sagt immer, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Nur falsche Menschen müssen ihn für eine Bedrohung halten. Sollte es für Jesus zum Tod kommen, werde ich bei ihm sein. Ich lasse ihn nicht alleine. Ich möchte seine Botschaft weiter in die Welt tragen und eine Säule für seine Nachfolger sein. Natürlich mit anderen Jüngern.